Wir sind vollzählig. Danke fürs schöne Anrichten, Rainer Gottwald. Ordnung muss sein. Es geht um viele, viele Gürtel am Samstag hier in der MHP-Arena in Ludwigsburg mit einem sensationellen Hauptkampf zwischen Vincent Feigenbutz und Rino Liebenberg aus Südafrika. Und neben mir sitzt Nina Meinke. Da geht es noch, da kommen wir später zu, um eine Doppelweltmeisterschaft der Damen. Ich möchte aber beginnen mit Wilfried Sauerland, dem Firmengründer, logischerweise von Sauerland Event. Herzlich willkommen, Herr Sauerland. Wir haben eine tolle, großartige neue Partnerschaft mit Sport 1, die uns 3 Jahre 60 Live-Veranstaltungen im deutschen Free-TV garantiert. Vielleicht wollen wir damit beginnen, zu dieser Partnerschaft etwas zu sagen. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir einen Vertrag mit Sport 1 abgeschlossen haben, wo alle unsere Kämpfe, das heißt nicht nur die Hauptkämpfe, sondern auch die Rahmenkämpfe in voller Länge gezeigt werden. Das ist eine große Chance für die jungen Sportler, die auf dem Wege nach oben sind, sich zu präsentieren und sich schon im frühen Stadium einen Namen zu schaffen. Wir machen heute oder jetzt am Samstag die erste Veranstaltung in Deutschland mit Sport 1 und da haben wir uns natürlich ein besonderes Highlight einfallen lassen mit Vincent als Hauptkämpfer. Es wird ja viel spekuliert worden, ob der Kampf über die Runden geht. Ich tippe eher mal nicht und ich werde aber nicht sagen, wen ich meine, wer vorzeitig gewinnen wird, aber ich glaube, freuen wir uns auf einen tollen Kampf. Ein sehr ungewöhnliches Trainingslager in den slowenischen Bergen. Das ist auch ein bisschen ein Glücksbringer für dich. Immer wenn du da trainiert hast, ist der Kampf wie danach ausgegangen? Also, hallo zusammen. Ja, zur Frage, immer gewonnen. Deswegen wird das auch nicht geändert mehr? Nee, also wir gehen da jetzt regelmäßig hin vom Kämpfen eben, weil das eben uns sehr gut tut, die Natur dort, das Essen und alles, das passt. Wir haben da eine gute Trainingsstelle und eine sehr familiäre Umgebung und deswegen ist das jetzt unser Hauptpunkt für vor dem Kampf zum Trainieren. Jetzt kommen natürlich immer, also ich bekomme sie immer über Rainer oder auch über Leute, die da mitfahren, immer sehr, sehr viele Infos, dass das so ein bisschen ungewöhnlich ist. Also hast du tatsächlich in einem selbstgebauten Iglo bei minus 15 Grad im Freien geschlafen? Ja, das war eine Aufgabe, die hat ein Zoll an uns gestellt. Natürlich machen wir immer irgendwas Spektakuläres, was härter ist, wie zu sagen, ein Kampf. Wenn man das dann übersteht, dann dürfte Kampf Nebensache sein. Und es war echt eisig kalt da draußen, aber ich habe es geschafft. Und von daher bin ich darauf stolz. Und ich denke, ich bin härter als die Kälte und deswegen kann der Kampf kommen. Ja, dann machen jetzt ja auch minus 1 Grad und ein bisschen Schnee hier jetzt auch nichts aus, ne? Nee. Gut, wir kommen zu deinem Gegner. Rino Liebenberg, haben viele Experten gesagt, oh, ganz, ganz starker Gegner, kommt aus dem Halbschwergewicht. Hat zwar einen Kampfrekord von 18-5, aber diese 5 Niederlagen, das waren gegen Top-Leute, das war immer ganz, ganz eng. Jetzt geht er ins Supermittelgewicht, sieht sehr gut aus, gut durchtrainiert. Wie schätzt du den ein? Ich schätze ihn natürlich sehr gut ein. Auch natürlich respektiere ich ihn natürlich, dass er auch ein starker Kämpfer ist, dass er auch die Gewichte also runterging. Warum er jetzt runterging, weiß ich nicht, ob es für mich ist oder allgemein. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass er ein guter Mann ist und ich freue mich drauf, weil es gibt sicherlich ein guter Kampf. Und das haben wir jetzt all die Jahre mit dir erlebt, die du bei uns bist. Du freust dich immer, wenn das ein stärkerer Gegner ist. Einige sagen auch, Mensch, ich boxe auch mal ein, so weiß ich, das ist eine lockere Sache. Du freust dich eher, wenn der Gegner stärker einzuschätzen ist. Woran liegt das? Ja, einfach weil ich halt natürlich und ehrlich bin, zum Beispiel wenn es eine Niederlage wäre, wäre es mir persönlich, also wäre es für das Geschäft nicht sehr schlimm, weil natürlich alle wieder einen runterziehen und so weiter, aber für mich ist das halt, ein stärkerer Gegner macht dich ja stärker. Also bringt mir das immer gegen die lockeren, leichten zu boxen oder sie künstlich oben zu halten. Ich will das Ehrliche und eben gegen Stärkere, wenn ich dann gewinne, weiß ich eben, ich habe ehrlich gewonnen und bin über meine Grenze hinaus und wachs. Ja. Und das macht mir halt Spaß. Ist auch nicht alltäglich. Kleiner Applaus für Vincent vielleicht. Auch auf der Pressekonferenz. K.O. hat er gesagt, er möchte sich natürlich auch nicht unbedingt auf Punktrichter verlassen. Also er hat ganz gezielt auf den K.O. trainiert. Und da hast du auch in unserem Interview gesagt, okay, das gehst du auch gerne mit. Ja, er hat auf K.O. trainiert, wir haben auf Terminierung trainiert. Sehr gut.
Vincent, vielen Dank. Wilfried Sauerland, da war eben. Ich wollte nur sagen, natürlich hat er am Anfang seiner Karriere auch leichtere Gegner geboxt. Ich meine, er ist mit 16 Jahren Profi geworden. Ja, da kann man ja nicht direkt um die Weltmeister boxen lassen gegen ausgestandene Mann, er war noch gar nicht ausgewachsen. Aber in den letzten Jahren hat er wirklich starke Gegner geboxt, hat auch einige enge Kämpfe gehabt, hat auch mal verloren. Aber da von leichten Gegnern zu sprechen, wenn er meint, die wären leichter, wird er sich am Samstag aber wundern. Ja, und dann kommen wir auch schon zu, ich sag mal Rino, es heißt aber Rino Lieberberg. Hallo everybody, what's up? Also hallo Jure, hallo an alle. This is an important fight for me. Vincent's a tough guy, knocks out everybody. Also das ist ein sehr wichtiger Kampf für ihn. Vincent ist sehr stark und er schlägt ja jeden K.O. But on Saturday night we're gonna see if he is able to take as good as he gives. Und am Samstag sehen wir, ob er auch genauso nehmen kann, wie er geben kann. I think it's gonna be a war. We're both going for the knockout, so I only see one guy leaving the ring. Also er sieht einen Krieg kommen, eine Schlacht, und er geht davon aus, dass nur einer den Ring verlässt auf zwei Beine. Seven, and I've got experience, and I just don't think he's gonna be able to take what I give on Saturday night. Also er sagt halt, er hat wesentlich mehr Experience, auch von seinem Leben her und auch von seinen Kämpfen her. Und er sagt, Vincent kann nicht das nehmen, was er ihm geben wird am Samstag. I saw he did all these special things for his training camp, eat lotus and sleep in the snow and train in the Alps and everything, and he loves nature, but he hasn't met a lion yet, and Saturday night he's gonna meet one. Also er mag das ja, wie der Vince in der Natur mag und da in der Natur trainiert und im Iglo schläft, das findet er toll, aber er hat den Löwe der Natur noch nicht getroffen und der sitzt hier und den wird er am Samstag treffen, den Löwen aus der Natur, aus der Wildnis. Den wilden Löwen. And Vincent's in my way. Come Saturday night, you better know, I'll be ready to roll and we're gonna put up a fight. Also er muss halt Vincent auch aus dem Weg räumen, um die Chance auf den Weltmeisterschaftskampf zu bekommen. Aus dem kommt am Samstag und dann werdet ihr sehen, wie er das dann schafft. Thank you. Dankeschön. A lion is a ferocious animal and it does what it wants when it wants to. And that is how I am when I'm in the ring. I don't care who you are, what you are, I tear you apart. Also der Löwe, der macht, was er will. Er ist der König der Tiere. Er lässt sich von keinem in die Schranken weisen. Und so wird er das auch im Ring machen. Da würde ich sagen, die beiden Sportler waren fest und fest. Bleib da. Ja, ich habe 1000 Bilder.